Marco hatte mich für meine Duell um die Weltaufgabe nach Nordirland geschickt. Das ist eigentlich das gleiche wie Irland, bloß dass die Kobolde da evangelisch sind. Ich habe die Sendung schon sehr oft gesehen und sagen wir mal so, hätte ich, was da kommen sollte, vorher gewusst, ich wäre nicht angetreten. Doch lasst uns ganz am Anfang beginnen. Ich war noch nie in Irland, fand das total super. Es hatte gleich was so Beruhigendes und kam so runter. Das hat mich total an meine Schule damals erinnert. Ich war auf so einem Internat in England. Ja, Oliver Polak ist so eine Art Gesamtkunstwerk, muss man sagen. Also der ist alles. Der ist Schauspieler, der macht verschiedene Podcasts, der ist Stand-up-Comedian. Autor. Autor. Ich glaube, der ist vor allen Dingen das, was man klassischerweise durchgeknallt nennen würde. Das passt aber sehr gut, weil die Aufgabe, die ich gefunden habe für ihn, ist auch durchgeknallt. Ja? Ja. Cool. Wir gingen dann in einen Raum und da war dann ein älterer Herr, der sah so aus, als ob der zum Inventar gehörte. Auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, sehr britisch. Eine Mischung aus Lehrer und Therapeut, aber so freundlich halt eigentlich. Welcome, you must be Oliver. Let me introduce myself. I am the Earl of Ballyfibbin. I have had a conversation with Yuko, because you have a challenge. That's right. That is correct. Und dann kam ja der Butler, reichte den Umschlag mit der Aufgabe. Und ja, den Umschlag habe ich dann geöffnet. Wohlan, mein werter Freund. Sicherlich fragst du dich, was dieser Empfang zu bedeuten hat und welch edles Unterfangen dir nun zuteil wird. Einmal im Jahr kommen hier in Irvinestown mutige Gentlemen und couragierte Damen zusammen, um sich an einem altehrwürdigen Wettkampf zu messen. Und zwar im Schafscheiße-Weitspucken. Würdest du mir das nochmal erklären, was das jetzt genau ist? Schafscheiße-Weitspucken. Das ist ein ganz normaler Wettbewerb. Du wirst dein Glück wahrscheinlich kaum fassen können, aber du darfst daran teilnehmen. Ich war erst so irritiert, ne? Dachte mir dann so, okay, da gibt's bestimmt jetzt gleich noch so eine zweite Ebene. Deine Aufgabe ist geschafft, wenn du bei diesem einzigartigen Wettbewerb ein Stück Schafscheiße mindestens einen Meter weit spuckst. Mach mich stolz, dein Yuko. Yes? Yes? No! No what? No! Also, du hast es nicht richtig verstanden. Ja, nee, also Schafe scheißen was aus, also die normale Scheiße. Genau, ja. Und die muss man spucken und dafür muss man die Scheiße von den Schafen ja in den Mund nehmen. Kann sein. klingt logisch für mich. Ist ja eklig. Voll. It's quite a serious competition, you know. Yeah, it's serious disgusting, actually. No, what do you mean? It's sheep shit you put in your mouth. Why? Also er hat mir das alles schon, der Graf, ne, ein bisschen wie Wimbledon verkauft. I can speak with authority on this. I took part in the first competition and I won. But I tell you something now, I don't think I'm going to do it. Well, no, hold on, sir, hold on, What do you mean? Listen, it's too late now. What do you mean it's too late? Because it's in the paper here. Dann holte der eine Zeitung raus, so einen riesigen Zeitungsartikel, wo das schon angekündigt war, dass ich an diesem Wettbewerb teilnehmen werde. Oliver Polak is going to take part in it. He'll be our first German entrant. Das steht ja überall schon in so Zeitungen, dass der da teilnimmt. Ja, na klar. Überleg mal, der ist ja wie ein Botschafter für Deutschland dann bei den Wettbewerben. I can't believe it's in the newspaper. And I didn't confirm that I'm going to do it while it's standing there. Und dann hat er mir noch den Pokal gezeigt. You'll be going back to Germany with the trophy. Okay. Stell dir mal vor, er ist der erste Deutsche, der beim Schafscheiße-Waldspucken mitmacht und dann gewinnt er das. Der geht in die Geschichtsbücher vom Schafscheiße-Waldspucken. Ey, ich finde, man muss nicht jeden Pokal mit nach Hause nehmen, nur weil es ihn gibt. So you're gonna think about it? I would think about it. Die erste Frage, die in meinem Kopf war, ist, wie sieht Schafscheiße aus, wenn das jetzt so eine durchfallartige Masse wäre, ne? Und dann dachte ich, I don't think that. You don't simply stand in the street, wait for the sheep to drop the droppings and then stick it in your mouth. It has to mature, like good cheese, and get a bit hardness to it.
Because so it's hard. Well, of course it is. And then you put it in the mouth? Yeah, yeah. Yes. Jetzt reden die da über diese Schafscheiße, als wäre das ein alter Wein. Und, mal ehrlich jetzt? Wie jetzt ehrlich? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist so, auf der einen Seite denke ich, why not? Und auf der anderen Seite denke ich, für den Fall der Fälle habe ich ihm aber noch ein kleines Mundwässerchen zur Verfügung gestellt. Oh, nett. Ja. Ja. Ist ja ähnlich, wie als wenn er so ein Nimm 2 oder so spucken würde. Ähnlich, ja, aber nur halt mit Scheiße. Und ich habe dann so das für mich so ein bisschen offen gelassen, dass ich mir dachte, ich gucke mir das alles mal an und entscheide das dann wirklich vor Ort. Und dann sagt er, hey, ich habe Kirschkerne, lass mal auf die Wiese gehen. Don't put them in your mouth. When you are ready, put them into your lips, pucker up, deep breath and then blow. Und dann hat er mir gezeigt, wie man das denn macht. That's the best way. And und dann merkte ich aber schon mit diesen Kirschkernen, dass ich sehr weit spucken kann. Well, Mr. Oliver, in your language, 4 meters. Okay. That's excellent. That's okay. Almost what I did when I got my record all them years ago. Das hat mich dann schon ein bisschen getriggert. Also da kam so ein Wettkampfgeist in mir hoch. Very good. One more. Very good. Aber wenn du das jetzt siehst, dann musst du doch sagen, guck mal, das ist ein Secret Talent. Der wusste gar nicht, dass der das kann. Dafür ist diese Sendung perfekt. Das Beste aus den Menschen herausholen. Yeah, I think it's not my... No, you might swallow it. Don't talk. Don't talk. Never talk with a mouth full of sheep shit. Kurz dachte ich auch, ah, das ist wirklich ein seriöser, ernster Sport. Und dann habe ich mich aber wieder daran erinnert, dass es keine Kirschkerne sind am Ende, sondern Kacke. Und dann dachte ich, nein, das ist kein seriöser Sport. Als nächstes war es dann so, dass ich mich an eine lange Tafel setzen sollte. Meine Augen wurden verbunden, wo Eddie der Butler mir dann mehrere Gänge serviert hat, die eine ähnliche Konsistenz haben wie in so einer Schafskacke. Okay. Ich hoffe, dass es nicht so soft ist. Und das Essen sollte ein bisschen simulieren, was vielleicht auf mich zukommen könnte. Ich fühle mich gerade wie bei Wetten, das? Wie bei so einer Buntstiftwette oder so. Warum hilfst du dem denn jetzt so? Also ich finde es ja gut, aber... Ich bin einfach ein fairer Sportsmann. Ich helfe gerne, das weißt du. Und, irgendwas gefällt mir nicht daran. Schmeckt ganz geil. Und ganz am Ende war es so, da kam so eine Brise Scheiße in meine Nase. Dann haben die wirklich mir einfach Kacke auf den Teller gelegt. Boah. Ich dachte mir, ey, ihr Ficker. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt nicht gerochen. Du hast dem dein Stück Scheiße untergeschoben. Und wir dachten halt so, als echte Vorbereitung jetzt. Hätte dir zugelassen, dass ich mir die Kacke in den Mund stecke? Naja, also im Grunde ist es ja Teil deiner Aufgabe. I'm out. Was war denn das Problem da jetzt gerade dran? Nee, ich bin raus, echt. Ja, klar. Wenn du so das ist nicht frei von jedem Humor, muss ich auch sagen. War nicht gut? Ich habe mich dann auf mein Zimmer zurückgezogen. Das ist nicht euer Ernst. Hey. Komm mal her. Was denn? Ja, komm mal mit. Da lag dann Schafskacke als Betthupfer quasi auf meinem Kissen. Was ist das? Um dich so ein bisschen vorzubereiten. Ey, ist hier was? Ey, ihr du dachtest, du hast vielleicht so ein Wichser. Ey, ihr kleinen, dreckigen Ficker. Also die Idee war ja, dass du dann zufällig schon mal ein bisschen Kacke vielleicht in deinem Mund gehabt hättest und dann die Angst vor der späteren Kacke, die du wieder ausspucken musst, nicht so groß gewesen wäre. Mhm. Die Idee war gut, aber... ich noch nicht bereit. Und am nächsten Morgen war es dann soweit. Da habe ich dann ein Outfit bekommen, das hat Joko mir zukommen lassen. Und dann kam halt ein Rolls Royce, der mich dann abholte. Wir sind dann nach Irvinstown gefahren. Ich war aber auch nicht nervös. Ich war so, ich dachte mir, ich gucke mir das einfach mal alles an. Das ist so eine kleine Burg.
mit so einem Festplatz, mit so Buden und auch so ein paar Performances, wie so ein Familienfest. Well, this festival's great. It's been running for many, many years. I'm really excited for the Sheepdomsbräu contest. Für die schien dieser Wettbewerb irgendwie ganz normal zu sein. I've heard several people chewing it too much and swallowing it. So that's worse can happen. Und dann bin ich in diesen Innenhof gelaufen von dieser Burg. Da war schon dieser rote, lange Teppich aufgebaut. Und da war so ein Mann mit einem Mikrofon, der Erfinder von diesem Wettbewerb. Und der sagte dann direkt, oh, this is Oliver, he's also gonna take part for Germany. Oliver Polak, big round of applause. Das ist so, das ist noch nicht entschieden. You all ready for your challenge? Not yet, but maybe soon. Are you looking forward to it? I think all the Irish people look for a German coming to Ireland to put sheep shit in his mouth. That's right. Wie kommt man denn als, frage ich mich jetzt, als so feiner irischer Herr auf so eine Idee? Because we in Irvine town here we always do crazy things for the festival. Yeah. So, it proved big success the last time, so we're doing it again. Das ist eigentlich wie bei uns, ne? Das ist absolut eine Parallele, ja. Ja. Thank you, Oliver. Und dann sah ich da wieder so ein Tablett irgendwie hingestellt wurde, mit gefühlt 100 so kleinen Kötteln drauf. Ist das so richtig sonnengereifte, richtig leckere Schafscheiße? Dann war es so, der erste Kandidat kam. Der hat dann ganz locker sich so einen kleinen Köttel genommen. Sich das ganz lässig in den Mund gelegt, vorne auf die Lippen. Als ob das eine ganz normale Sache wäre. Und einfach so abgefeuert. Boah, jetzt wo ich sehe, finde ich es ganz schön eklig. Ich glaube, es hat bestimmt so eine Konsistenz wie Erdnussbrot. Oh, hör auf bitte. Hör auf bitte, wirklich. Oh. Hätte wirklich da beide einfach hingekotzt. Was hast du denn erwartet, dass das jetzt hier köstlich ist? Ja, das ist, weiß ich nicht, es überholt mich gerade links und rechts. Das, Und dann kam der zweite Teilnehmer. Ich pack das nicht. Es war schon absurd alles, ne? Also so diese Männer zu sehen, die sich irgendwie auch ein bisschen gefreut haben und dann immer diese Köttelchen von diesem roten Kissen da runtergenommen haben, das dann so in den Mund gesteckt haben und dann so rausgespuckt haben. Das war absurd, ja. 2015. Da war ein Typ dann, und der machte dann da so seine Späßchen. Und ich glaube, während er seine Späßchen machte und er gerade diese Kugel im Mund hat, hat er irgendwie das Ding runtergeschluckt. Oh, stell dir vor, du stirbst dabei. Was steht denn auf dem Grabstein? Es war mir klar, dass dieser Moment kommt. Also entweder spucke ich oder ich spucke nicht. Ich bin aber natürlich auch in einer total blöden Situation. Zum einen habe ich den dann so ein bisschen gepusht natürlich, dass er das machen soll, wegen dem Punkt halt, den ich auch dann irgendwie haben will. Auf der anderen Seite fühle ich mich natürlich jetzt mitschuldig, aber das ist in so eine, kommt man immer in so eine blöde Ecke. Ich muss mich auch ein bisschen davon frei machen. Also ich kann nichts dafür. Und dann fingen plötzlich gefühlt 150 Leute an, go Olli oder sowas zu rufen. Dass ich auch, wenn du jetzt hier den Schwanz einziehst. Dann war klar, ich zieh durch. Ich mach das jetzt. Nee, ich warte jetzt. Ich mach das jetzt. Ihr filmt das jetzt. Ich mach einfach filmen. Und dann habe ich auch nicht mehr lange nachgedacht. Ich habe nach dem Kügelchen gegriffen.
habe es in meinen Mund gelegt. Es war wirklich die Oberfläche ein bisschen wie so eine Hundenase. Eigentlich ein bisschen wie Malteser. Mit so einer Luftschokolade drin. Ich wollte es dann weit spucken. Und ich habe es dann auch weit geschafft. 9 Meter und 50! Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das weiteste. 9 Meter und 50! Es war dann ja so, dass ich den Länderpunkt gewonnen hatte, weil ich bin über einen Meter hinausgeschossen mit dem Kacke-Bällchen. Also ich möchte mich in aller Form und aufrichtig und herzlich bedanken bei Oliver Polak für seinen schier unmenschlichen Einsatz am Kot. Entschuldigung. Cheers. Ich habe dann letztendlich den zweiten Platz gemacht. Ich hätte gerne den ersten gewonnen, aber deswegen komme ich nächstes Jahr dann wieder. This is more nasty than the sheep shit. Und dann bin ich halt zu meinem Rolls Royce zurückgetappert und bin dann auf und davon zwischen Wiesen und Weiden.